Ja, Freunde der Altbausanierung, in diesem Video geht es um die Sanierung dieser Außentreppe hier. Wenn dich das Thema also interessiert, bleib dran, gleich geht's los. Also, Sanierung dieser Außentreppe hier. Wir sehen hier, die alte Treppe ist in Waschbeton gefertigt worden und da hat jetzt der Zahn der Zeit kräftig dran genagt. Oder so kräftig nun auch wieder nicht, aber doch einigermaßen. Hier sehen wir schon Abplatzungen zum Beispiel. Und jedenfalls soll die Treppe jetzt hier im neuen Gewand erscheinen. Das Endziel ist nachher eine Belegung mit Granitplatten. Und so werde ich jetzt als allererstes den alten Waschbetonbelag und vom Oberbelag des Betons was abstemmen oder abschälen sozusagen, weil mein Aufbau, mein Höhenaufbau nachher für die Granitplatten, die Platten selber sind 3 cm dick, dann brauche ich noch etwas Spiel, dass wir letztendlich ziemlich genau so hinkommen hier mit der Unterkante der Tür, dass wir dort genau landen. Und deshalb muss ich hier als erstes jetzt ungefähr 5 cm vom Podest oben und auch von den beiden Stufen hier abschälen, um dann darauf weiterarbeiten zu können. Das mache ich denn jetzt mal als erstes und dann gucken wir, wie sich das hier weiterentwickelt alles. So, Freunde, Kaffeepause hier zwischendurch. Was ich euch aber eigentlich sagen wollte, die Fliesen im Windfang hier, die habe ich schon mal so weit raus. Auch den alten Rahmen hier von dem alten Fußabtreter. Da kommt dann nachher, wie gesagt, ein neuer rein mit Kokosmatte. So, und jetzt kommt der spannende Teil der Geschichte hier. Jetzt muss ich gleich mal sehen, wie das hier klappt mit dem Abschälen des Waschbetons und des Betons darunter. Normalerweise, wir sehen das hier schon an dieser abgeplatzten Stelle, ist es so, dass dieser Zentimeter, anderthalb Zentimeter hier mit dem Waschbeton hier als Oberschicht auf den Unterbeton aufgebracht wurde. Und wahrscheinlich wird der, hier sehen wir das, so ein Zentimeter dicke, und dann kommt hier der Beton. Und da muss ich mal sehen, wie das gleich klappt. Wahrscheinlich muss ich da noch mit der großen Keule gleich dabei, weil der kleine Stemmhammer dafür nicht ausgelegt ist, um Beton zu stemmen. Aber da gucken wir mal, vielleicht klappt das auch besser als gedacht. Das werden wir dann gleich gewahr, wenn ich den Kaffee aus habe. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das funktioniert hier. Erstmal mit dem kleinen Stemmhammer. Jetzt wollen wir mal sehen, wie weit wir schon sind. Also 5 cm muss ich runter. Also hier auf diese Ebene. So viel muss ich hier abschälen, in allen Stufen und oben auch eben komplett vom Podest. Aber ich werde auf alle Fälle gleich nochmal den großen Stemmhammer aktivieren, weil ich sonst Angst habe, dass mir der Kleine hier noch abraucht. Ja, da sehen wir schon, da ist doch erheblich mehr Dampf hinter hier mit dem großen Stemmhammer. Das ist dann eben für den Beton, ist das genau das Richtige. Wir sehen ja hier an der linken Seite diese Holzkonstruktion hier, die jetzt hier schon in der Luft hängt. Da steht neben der Tür hier die Mülltonne drauf. Das werde ich gleich mit wegnehmen und nachher später werde ich dort auch eine Schalung bauen und die Fläche wird anbetoniert
und später dann auch mit denselben Granit belegt, der hier auf die Treppe kommt, dass das schön in einer Fläche nachher durchläuft und das als, na, der Bereich als Abstellplatz für die Mülltonne da wieder mit genutzt werden kann. Kurzer Tipp am Rande hier. Jetzt will ich mir das Schalbrett hier vorne mit Putzhaken befestigen und kriege die hier natürlich nicht in den Beton reingehauen. Was mache ich da nun? Jetzt habe ich mir vorher angezeichnet, wo ich mit meinen Putzhaken hin will. Bohrmaschine, 8 mm Bohrer. Einmal ein bisschen reinbohren. Und dann kann ich mir den Putzhaken so in das Loch einschlagen und ist bombenfest. Um mir jetzt mein Schalbrett hier auszurichten, entsprechend zur Türhöhe hier und mit ungefähr 1,5 cm Gefälle kommt hier rein auf die Fläche des Podestes. Da gehe ich jetzt ganz einfach bei. Ich habe ja hier die Bezugskante unterhalb der Tür. So, und 5 cm ist ja meine Wasserwaage auch von der Höhe. Und so kann ich dann jetzt hergehen und halte mir die einfach hinten unter die Tür unter und kann mir das Brett dann hier dementsprechend einrichten. Halte mir das einfach an, weil ich ja unter der Tür nachher auch noch ein bisschen Luft brauche. Gehe ich jetzt bei und setze das mit einem Gefälle von 2 cm, messe ich mir jetzt hier aus. Also ich halte die Wasserwaage hinten an der Tür unter und messe mir das hier auf dem Brett runter, dass ich dort 2 cm habe. Und so kann ich mir das ganz einfach hier mit der Höhe meines Brettes hier einrichten. Ja, und so setze ich mir das Brett dann hier in Waage. Guck noch mal an dieser Seite, wie das alles passt von der Höhe. So, und so habe ich mir jetzt ganz einfach die Höhen hier schon mal eingerichtet. So, jetzt habe ich mir hier oben fürs Podest schon mal ein bisschen Schalung drumherum gebaut. Schalung eingesetzt hier in den alten Lichtschacht. Lichtschacht und Fußabtreter war das ja kombiniert. Und jetzt geht es hier los mit Beton. Habe ich mir hier Estrichbeton angemacht und nun geht das los hier. So, dann ziehe ich mir das gleich mal eben ab, bevor mir das großartig anbrennt hier in der Sonne. Dann kann ich schön auf meiner Schalung hier abziehen und habe so schon mal wunderbar die Richtung. Und dann haben wir diese Fläche hier auf dem Podest schon mal soweit klar. So, nochmal eben durchgucken. Ah, das sieht gut aus. Ja, und genauso wie die Podestfläche hier oben mache ich jetzt noch die anderen beiden Stufen. Ziehe das auch mit Estrichbeton vor hier. Das kann dann fest werden und morgen kann dann die Schalung weg. Und dann kann das alles ein bisschen die Kanten und so weiter beigeputzt werden, so dass dann nachher später dort vernünftig die Abdichtung drauf kann. Ja Leute, und so sieht das jetzt erstmal aus hier. Die Flächen fertig betoniert. Das lassen wir jetzt mal
bis morgen trocknen und dann geht's weiter hier.